Ich denke, ich bin der Josef Hauser von Vorwieshof und ich möchte euch jetzt meinen Betrieb vorstellen. Wir haben einen klassischen Milchviehbetrieb, haben ein paar Hennen und ein paar Schweindler. Und meine große Leidenschaft ist eigentlich das Schnapsbrennen. Das möchte ich jetzt näher zeigen und erläutern. Da möchte ich jetzt mitnehmen und das herzeigen, wo wir für die alten Obersbaum und für die jungen Obersbaum, wo sie neu sitzt, wo wir das Obst herholen. Da werde ich es einmal waschen, das Obst. Dass die Ärmel unten ist, da werde ich es abspritzt, wandert langsam auf. Mache Holz in die Maischemühle rein. Da gibt es die Maische an. Ich habe einen Tag fange schon an arbeiten. Da habe ich Alkohol innen, den Schnaps einfach reingelegt. Und bei der Vergärung entsteht CO2 und das muss entweichen. Aber es darf kein Sauerstoff hinein. Da haben wir jetzt eine Birnmaische, die ist jetzt super vergoren, weil das Wasser schon rum ist und die festen Stoffe hineingesunken. 3-4 Wochen ist die jetzt gestanden, wo ein Gerstbund getroffen. Das ist jetzt schön gegangen. Jetzt friere ich das vorsichtig auf, weil das brennen wir jetzt auf die Hände. Sauberkeit ist halt wichtig, dass der sauber ist. Dann tut man da drauf. Das ist aus Kupfer, der Helm. Zuerst tut man die Maische brennen. Auf gibt's das Rauchwasser an. Und das Rauchwasser muss ich auf nur mal einfüllen. Das ist auf der so klaren Trieb, das Rauchwasser, das fülle ich auf ein. Und nachher gibt es dann Schnaps an. Ein bisschen herrichten, schön unten. Und nochmal ein bisschen nachfeuern. Das muss man halt ein Gefühl haben. Das muss ich greifen und füllen. Alles heiß, jetzt kommt der Dampf schon da daher. Jetzt wird der angekühlt. Ja, die Mami und der Tati haben wir das eigentlich gelernt, auch da im Keller haben wir noch das alte Brennwerk gehabt, das eingemauerte. Und da haben sie mal halt gelernt. Das Neue, was ich gelernt habe, und das Alte von den Eltern, das habe ich vermischt und habe selber halt meine Strategie ausgewählt. Und kann man die Runden hocken, einmal 2-3 Stunden zulassen, wie der Schnaps auch rinnt. Und dann voll reinschauen und ein bisschen nachkommen. Und ein gutes Schnapsel produzieren einfach. Und das freut mich halt, das tue ich ganz gern. Ja.